Ja, hallo, ich bin der Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Und ja, wir werden dieses Mal hier weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ja, werden diesen Bereich hier zerlegen. Hier habe ich noch ein, zwei kleine Verbesserungen vor, weil wir haben jetzt wieder alles an einem Kreislauf. Das wird natürlich nicht funktionieren. Deshalb müssen wir hier noch einmal das Ganze so umbauen, dass wir. Genau, die Leitung daran machen und dann können wir hier die eine Leitung einmal zerlegen, damit wir es dann aufgetrennt haben, aufgeteilt haben. Jo. Okay. Ja, hier die Pumpe müssen wir natürlich noch ein bisschen laufen lassen, bis wir hier alles zerlegt haben, aber beziehungsweise bis wir das CO2 abgepumpt haben, aber wir können hier schon mal anfangen zu zerlegen. Oder zumindest den Auftrag dafür zu geben. Das können wir auch auseinanderbauen. Dann haben wir hier diverse Stromleitungen, wo wir schon mal mit anfangen können. Noch stehen bleiben für die Pumpe. Ja, was ich ansonsten in diesem Video vorhabe, ich würde schon hier die ersten Sachen umbauen, um hier dann ja anfangen Erdöl zu kochen, um daraus Erdgas zu gewinnen. Das ist der Plan, was ich hier gerne machen möchte in diesem ganzen Bereich. Das dann möglichst schon wieder runterkühlen, damit wir das dann auch hier in unserer Stromerzeugung verwerten können. Vielleicht sollte ich noch mal eben was zu den ganzen vielen Kommentaren sagen. Ich habe, wie gesagt, momentan nicht so viel Zeit und kann nicht alles sofort beantworten. Manches muss ich vielleicht auch ein bisschen kürzer beantworten als im Vorfeld. Und ja, es gab auch schon Fragen, ob jetzt Surviving Mars, ob ich da nicht mehr weitermache. Doch klar, das geht auf jeden Fall weiter. Ich muss nur eben einfach schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Deswegen wird es ja eigentlich jeden Tag ein Video auf jeden Fall geben, aber es wird nicht so, wie es in den letzten Wochen war, teilweise zwei, drei, vier Videos an einem Tag geben. Das schaffe ich momentan zeitlich einfach nicht. Ich hoffe da auf euer Verständnis, seid mir nicht böse, aber das, was ich kann, mache ich. Ich werde auch versuchen, auf alle Wünsche einzugehen. Ich habe das schon ein bisschen was gelesen auch, dass ich nicht mehr so viel überspringen möchte. Ich habe eigentlich nur Tage immer übersprungen, um euch irgendwelche langweiligen Sachen vorzuenthalten, wenn ich hingegangen bin und das hier freigegraben habe, zum Beispiel, oder hier. Das ist halt sehr eintönig. Aber ich sag mal, wenn ihr das sehen möchtet, dann zeige ich euch das auch gerne. Ich habe da kein Problem mit. Ne? Also einfach nur nochmal zur Erklärung. Genauso wie den Cheat-Modus. Ich benutze ja nicht den Cheat-Modus, um irgendwelche Sachen. Sondern ich habe hier einen Magma-Geysir gebaut und ja, habe hier dann ein bisschen rumgebastelt, weil es einfach einfacher ging in so einer Versuchsreihe, wenn man das alles mit Duplikanten macht. Das war ja in dem Sinne ein paar Folgen lang kein klassisches Let's Play. Ich werde aber wieder mehr dahin gehen. Ich werde das einfach aufteilen, dass wir einfach ein Let's Play machen, wo ich nichts überspringe, sondern wir gucken von Folge zu Folge. Und ich werde dann eben solche Versuchsreihen trotzdem machen, aber die werde ich dann eben extra kennzeichnen und ja, dann sollte das auch hoffentlich passen. Hier haben wir eigentlich alles fertig. Da muss hier natürlich auch noch eine Tür rein. Sonst läuft das Wasser hier raus, was hier schon fleißig passiert. Ja. Dann müssen wir hier mal vorübergehend eine Leiter hochbauen, damit wir hier überall an das Abwasser kommen. Weil wir natürlich auch hier runterbauen und dann daran, das ist ja einfach. Und das abbrechen. Auch hier sollte ich vielleicht dran denken, die Priorität hochzusetzen. Dann läuft das alles ein bisschen flotter.
Ja, das Zerlegen hier ist ja ganz gut im Gange. Warum ist das hier noch? Oh, 5, ne? Ja. So. Und dann können wir hier die Leitung wieder hinbauen. Ich werde noch, ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen ich noch mache mit dieser Spielversion. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass wir hier noch nicht fertig sind und deswegen gibt es hier noch ein bisschen, auch wenn das neue Preview schon da ist. Ja. So. Hier ist auch noch zu viel, als dass wir beide Pumpen noch eben laufen lassen. Und warum stockt es hier? Achso, weil hier unten auch alles verstopft ist. Ja, 10,7 Kilo. Na gut, unsere Slicks, da kommen momentan einfach nicht hinterher mit dem CO2-Futter. Aber das wird gleich besser, wenn hier das alles weggeputzt ist. Achso, die Gasleitung müssen wir auch noch bauen. Ja. Machen wir das auch mal direkt. Auch hier runterlaufen. Dann da rein. Vielleicht die Leiter hier noch. Hier alles auf 5 gebaut, ne? Die Leiter nochmal verlängern. So. So, jetzt mal hier die Leitung zerlegen. Ja, hier das komplette schon. Das wird ja alles nicht mehr gebraucht. Oh. Hier nach wie vor das Ding rennt und rennt und rennt und rennt. Ja, okay. Jetzt geht's kurz im Pausebetrieb, aber der legt gleich wieder los. Mal kurz für kurze Zeit und dann läuft er gleich wieder an. Muss ich der Dampf sortieren. Ja, ich bin sicher, wenn wir gleich wieder schauen gehen, dann läuft er wieder. Oder wie kalt ist es hier schon? 38, ja, das sollte noch reichen. Ja, da geht's wieder. Nee, doch nicht. Na komm schon, na komm schon. Na, das. Na, irgendwann gleich wird er wieder laufen. So, was können wir hier schon, den können wir auch zerlegen. Die kann auch weg. Kein Strom mehr dran. Ziegel hier können wir schon wegmachen. Hier oben noch nicht. Hier können wir weg. Schon mal jeden zweiten Ziegel weg. Tür kann auch weg. Hm. Das hier alles auch noch freigraben. Pumpe ist dann hier eigentlich auch überflüssig, würde ich sagen. Genau das gleiche gilt für den Strom hier runter. Für die Leitung.
lange hat er noch Ruhephase? 10,5 Zyklen. Okay, bis dahin muss das natürlich alles erledigt sein. Lassen wir dann die Hitze hier raus. Wahrscheinlich am einfachsten, indem wir einfach einen Ziegel zerlegen und hoffen, dass hier nichts schief geht. Aber warum ist die defekt? Zerlegen wir die Bahn und bauen sie eben neu. Hier vielleicht nicht aus Abyssalit. Okay. Das wird das Problem sein. Dann versuche ich mal das Gelernte einzubringen. Diese Leitung hier einfach drüber herbauen aus Abyssalit. Ups. Wobei das da oben ja sowieso zerlegt wird, aber. Okay, so. Die beiden können wir noch. Aber hier natürlich ein wildes Gemanscher an Chlorgas und verschmutzten Sauerstoff und CO2 und was hier sonst noch alles so unterwegs ist. Vielleicht sollte ich auch vorübergehend hier nochmal einen Eingang machen, dass wir hier auch reinkommen. Ja. Überhitzungsschaden, ja, das ist klar, weil jetzt wir hier die Hitze rauslassen. Aber das ist leider notwendig. Wir müssen hier aufräumen. Das zerlegen. Und das sind eben so die Sachen, die ich meinte vorhin, als dass es wahrscheinlich ziemlich langweilig ist, das anzusehen, was ich, wenn ich hier irgendwo aufräume und zerlege und so weiter. Okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Müssen wir das Ding zerlegen und mit einem Hochdruckgasabzug ersetzen. Zerlegen wir schon mal. Wir haben ja hier oben eine Pumpe. Die sollte das Ganze ja auch schaffen. Okay, also meine Idee, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist, dass ich auf jeden Fall hier oben, vielleicht auch hier seitlich. Ja, mal gucken, wie genau ich das mache. Metallziegel baue, die sich dann, so ist meine Hoffnung, sehr stark aufhitzen aufgrund der Hitze, die wir hier drinnen haben. Und wir so dann Erdöl zum Kochen bringen, Erdgas erzeugen, also ähnlich wie wir es in der, wenn ihr euch erinnert, in der dritten Versuchsreihe hier ganz rechts auch gemacht hatten. Wo ist der Plan? Warum läuft denn unsere Dampfturbine nicht mehr zufällig? Jetzt springt sie wieder an.
Schaden wegen falschen. Denn hier was anderes als Gold, als Öl hochgepumpt werden. Ach so, ah. Weil hier eben auch teilweise Wasser oben drauf ist. After. Ja, das wird noch das nächste Problem, dass wir eben das Öl von hier erstmal dann überpumpen müssen oder wieso werden wir das machen? Dann können wir eigentlich auch ruhig mal direkt schon bauen, während die da oben sowieso zu tun haben. Bauen wir hier unten eine Pumpe. Leitung hier so hoch, dass wir überall rankommen können. Hier den Auslauf, damit wir noch Strom haben, ne? Haben wir hier ein Leiterkabel, ja. So, wenn das fertig gebaut ist, dann sollte er hier erstmal das ganze Öl rauspumpen. Dann können wir hier noch 2-3 Stellen eine Öffnung reinmachen, dass da alles runterlaufen kann. So, ja, hier mit dem Aufräumen kommen wir nicht großartig weiter. Achso, ne, wir können das ja auch überbauen, ne? So abschließen wollen würde. Verlegen wir das hier mal. Ja. Ich kann das hier auch alles freigraben. Und das, eigentlich können wir das ganze Ding komplett zerlegen, weil ich das gerne insgesamt ein bisschen anders gerne hätte. Ja. Na, wo stecken sie alle, unsere fleißigen Duplikanten? Okay, so. Ja, das Zerlegen klappt schon mal gut. Mal noch nicht freigraben wieder. So. Unten können wir alles aufräumen. Hier bauen. Bereich neu. Habe ich da jetzt gerade eben eine Wasserleitung zerstört? Nee. Und dann mich über den vielen heißen Dampf, der hier gerade unterwegs ist. Sagen, an dieser Seite bauen wir das Ganze direkt mit Abyssalit, dass wir nach hier hin keine Hitzeübertragung haben. Und auch hier wollen wir natürlich in den Rest des Bereiches keine Hitze rüberlassen. Da müssen wir hier auch noch mal. Warum läuft denn das Ding hier immer noch nicht wieder? Überhitzt. Okay. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass Zerlegen und Neubauen einfach schneller ist, als aufzuwarten, bis sich irgendwann mal jemand erbarmt, das zu reparieren. Oh.
zwei Gefangene gemacht. Filter neu bauen. Oh, aus Gold, damit er nicht so schnell überhitzt. Und temperaturtechnisch ist das natürlich hier jetzt vorübergehend ein Desaster. 150 Grad, ui. Kriegen wir schon auch wieder in den Griff. Leiter brauchen wir. Hier. Ist ja echt ein Rätsel, wo das ganze Wasser hierher kommt. Hier steht was, hier steht was. Ach, hier ist auch Wasser. Ja klar, weil da hier das ganze Wasser, vielleicht sollte ich die einfach mal alle übergehend deaktivieren. Damit das mal aufhört. Also wie die werden auch aktiviert, da können die mal repariert werden. Wir können hier alles mal aufwischen. Wir haben ja hier reichlich Erdgas in der Reserve, um die Sachen ja alle anzutreiben. Füllt sich hier langsam mit Erdöl, aber das wird sicherlich eine Zeit dauern, bis hier wieder alles voll ist. Die tragen natürlich auch ihren Beitrag dazu bei. Geben wir denen einfach ein bisschen Zeit, wir können die einfach machen lassen. Ja, das mit dem Aufräumen, was haben wir hier drin? Petroleum. Für Petroleum haben wir eigentlich hier doch. Ja, stellen wir das mal auf 9, aber die Tür ist verschlossen, deswegen. Machen wir die mal wieder auf. Sollte auch das letzte bisschen hier noch aufgeräumt werden. So. CO2. Ja. Jetzt läuft das Ganze auch wieder. Natürlich mir gleich irgendwann mal überlegen, wie ich das Ganze hier abgrenze, weil sonst pumpt er sich hier ein Wolf. Am einfachsten ist es wahrscheinlich, ich das hier mache. Ist das hier auch? Ne, das ist Abyssalit. Na gut, hier auch. Also wir müssen das nur hier oben noch abschließen. Warum verhungert denn da? Ich wollte gerade sagen. Kann man das noch weggraben? Das ist eigentlich zu viel, das braucht er nicht hin. Können wir hier noch graben.
heißt, das zerlegen brechen wir ab. Das Ding zerlegen wir und das zerlegen wir. Und dann bauen wir hier an dieser Stelle die Metallziegel dann neu, damit wir hier auch noch die Möglichkeit haben, dass das Kupfer hier an die Seite irgendwo runterfließen kann. Nicht, dass das uns unseren Vulkan direkt wieder verschließt. Ja, sollte trotzdem noch. Hier muss ich noch eine Tür einbauen. Für den Fall der Fälle. Wenn wir da später nochmal rein müssen. Warum hat jemand eine Sauerei gemacht? Irgendeinem Grund. Wir hier. Okay. Muss ich mal eben hier improvisieren. Ich sehe gerade zwar nicht, wo hier unser Wasserproblem woher das kommt, aber bauen wir mal eben eine Brücke ein. Und dann geht es da wieder ran. Dann nutzen wir das Wasser hierfür jetzt auch da, aber ich verstehe trotzdem noch nicht. Das Wasser kommt hier. Das wird dann eigentlich für die Waschbecken benutzt. Und auch für die Luftreiniger hier. Und wenn das von den Luftreinigern weggeht, kommt es hier oben rum, hier rum. Und geht eigentlich vorrangig durch unseren Flüssigkeitsfilter und dann hierhin wieder zurück. Versteht nicht, an welcher Stelle das Wasser verloren geht. Ist mir ein echtes Rätsel. Da verhungert wieder jemand, aber warum? Weil er wieder in irgendeinem verbackten Modus feststeckt, denke ich. Ne? Okay. So, wir haben das Petroleum hier immer noch nicht aufgeräumt, obwohl die Tür auf ist. Tasche auf Petroleum steht. Mysteriös. Und da muss rein, das heißt, wir können hier zerlegen. Das müssten wir dafür noch freigraben. Müssen wir hier die Stromleitung umlegen. Hier hoch bauen wir dann wieder so daran. So, und das so, dann können wir hier nämlich dann auch gleich die Stromleitung zerlegen, dass wir das Ganze hier auch abschließen können. Dass wir, wenn wir hier schon leer, jetzt haben wir hier auch eine Überheizung, wenn wir das hier schon leer pumpen wollen, dass wir das dann auch so machen, dass das wenigstens funktioniert. Ja, okay, so, wir haben die halbe Stunde erreicht, die ich mir vorgenommen habe. Wir machen dann beim nächsten Mal genau an dieser Stelle wieder, wenn euch das lieber ist. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke und bye bye.